meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Wir haben ja lange keinen Blick mehr auf die Kanalkommentare geworfen. Habe ich gesehen, da müssen wir also ab Mitte Juni hier nachholen. Ja, machen wir uns einfach dran. Weiß gar nicht mehr, wie viele Abonnenten ich damals hatte. Waren vielleicht sowas um die 500, 600, 800. Werden wir nochmal sehen. Wird ja sicherlich in den Kommentaren angesprochen. Im Let's Play waren wir damals bei Folge 103. Ah, das habe ich aus dem letzten Video zu Kanalkommentaren mir rausgeguckt. Und hier geht's also dann weiter. Super Kai Phil, deine Videos sind echt cool. Am Anfang war es noch nicht so gut, aber ab Folge 60 wurde ich süchtig. Ja, da merkt man, ich habe mich halt auch mit der Zeit entwickelt. Und spätestens ab Folge 100 ist es so im Großen und Ganzen. Okay, wirklich perfekt. Danke dafür. Klar, man Übung macht den Meister, ne? Heißt das. Und dem ist auch so. AKT, schon seit dem Part 1 dabei. Meldet sich hier das erste Mal zu Wort. Inzwischen hat er öfter was geschrieben. Ist also auch, ja, quasi einer der Stammkommentatoren. Hammer 788 ja inzwischen auch dabei. 500 Abo-Special. Ja, da hat er angeregt, dass ich mal zu meinem Kanalhintergrund ein Video mache. Und das ist ja inzwischen auch erschienen. Zwar nicht als 500 Abo-Special, aber als Toolbox-Video. Da habe ich meinen Kanalhintergrund mal ausführlich erklärt, wie sich der zusammensetzt, warum der so ist, wie er ist. Ja, falls jemand da Interesse hat, einfach in die Toolbox-Videos reinschauen, in die entsprechende Playlist. Da findet man das Video. BMX-Krisen vor 2 Monaten. Ja, du bist nicht so gut wie Gronkh. Ach hey, ja, das war damals so die Phase, wo ich mich mal dazu geäußert habe. Hier der Vergleich mit Gronkh und ich weiß auch gar nicht, was bei Gronkh damals los war. Was haben wir hier? Genau, ich hoffe da eigentlich dem ganzen Gezank um Gronkh. Ach, das war genau, da haben Gronkhs Fanboys rebelliert und andere Let's Player runtergemacht und da reingeschrieben, ja, du bist nicht so gut wie Gronkh, pipapo. Diese Affäre war das, die Zeit war das, ja. Ja, wie gesagt, also das Ganze hat mich eigentlich auch nur Zeit gekostet, weil ich mich halt umgeguckt habe, wissen wollte, was los ist, pipapo. Habe ich natürlich dann umgeschaut und Videos geguckt und pipapo, bin halt nicht dazu dann so gekommen, dann auch die Videos zu machen. Das ganze Geraffel ging mir einfach nur fürchterlich auf die Nerven. Deswegen habe ich hier auch den Kommentar von BMX Grissen so ein bisschen in die falsche Kehle bekommen, beziehungsweise da einfach mal so deutlich reagiert, dass ich also, wenn da nochmal so ein hirnloser Kommentar kommt, Ironie oder nicht, von jemandem, der halt nicht Abonnent ist oder einen sinnvollen Kommentar hinterlassen hat bei mir mal, dann zack, wird einfach geblockt, ohne Rückfrage, ohne zweite Chance. No. Man sollte mal nachdenken, was er halt hier mit sowas anrichten kann, no, weil es eben dann doch eventuell echte Flamer und Hater anzieht, beziehungsweise ja, Fanboys, die im Prinzip dann doch von nichts eine Ahnung haben, was man hier selber macht, sondern nur ihren Star da verehren und alles andere einfach niedermachen wollen. Ja. Also da nicht nur bei mir mit solchen Sachen ein bisschen vorsichtig sein, sondern einfach mal überall ein bisschen nachdenken, bevor man sich zu Wort meldet. Steven HD, ja, könnt ihr das Kanal gucken, habe ich glaube ich mal irgendwann. Jawohl, hier, Tipps geben schon erledigt. Toolbox-Videos, darauf habe ich einfach mal verwiesen. Gute Zeilen, schlechte Zeilen-Videos und nicht, ja. No. Da habe ich einfach mal, ja, ich weiß nicht, ob er den Kommentar gelesen hat, aber egal. No. So, weiter geht's. Nächste Seite. Ja. Gratuliert mir auch zu den
500 Abos, alles Gute zu 500 Abos, 500 Abos, zack, zack, zack. Dysfunction, auch nochmal herzlichen Glückwunsch, genial, aber das ist wirklich voll und ganz verdient. Danke. 1000 haben wir ja auch inzwischen auch geknackt. Jawohl, DFL Minecraft, mein, ja, der Let's Player, der mich als erstes entdeckt hat und dafür gesorgt hat, dass es einfach auf meinem Kanal richtig losging. April kann ich mich noch dran erinnern, hatte ich so 20, 30 Abos, 20, 30 Views je Video. Und ohne dass da großartige Entwicklung abzusehen war. Und er hat mich einfach mal kurz in einem seiner Videos erwähnt. Und seitdem geht es eben, wie gesagt, bei mir aufwärts. Da kann ich mich also nicht oft genug bei ihm bedanken. Ja, und ja, dass ihr mich gefunden habt, denke ich mal, ist auch eben halt hier DVL Minecraft mit zu verdanken, dass mein Kanal einfach bekannter wurde und sich dann halt so entwickelt hat, wie er jetzt ist. Na, wir steuern jetzt auf die 1200 Abonnenten zu. Ich wundere mich über 500 Abonnenten, ich wundere mich, warum du noch keine 10.000 hast. Ja, das höre ich immer wieder oder habe ich halt auch früher immer wieder gehört. Dass ich eigentlich viel mehr Abonnenten verdient hätte. Da gibt es viele YouTuber, die gute Videos machen und nicht gesehen werden oder nicht abonniert werden, einfach ja, weil man sie nicht findet, weil man nicht darauf aufmerksam wird. Ich hatte hier das Glück, halt von DFL Minecraft empfohlen zu werden. Na, Zeitreisender, auch ein guter alter Bekannter. Vor einer Woche hast du knapp 400 Abonnenten gehabt, jetzt sind sie über 500. Ja. Danke auch nochmal dafür. Alles Gute, 516 Abos, 788, auch schon, ja, ich sag mal, Stammviewer, Stammkommentator hier auf dem Kanal. Könntest du das Texture Pack aus dem Let's Showplay? Ja, typische Frage. Wieder mal nach dem Texture Pack. Und ich habe dann auch mal entsprechend drauf geantwortet. Ich weiß allerdings nicht, ob er den Kommentar gelesen hat. Ja. Es ist wieder das klassische Phänomen. Man schreibt es in die Beschreibungen, man schreibt es in die Beschreibung, in die Kommentare, Gottes Willen. Jetzt fange ich schon selber so an. Und die Leute fragen trotzdem. Ja. Also erspart bitte allen da sinnlose Kommentare, wenn ihr die Informationen auch irgendwo anders finden könnt. Das gilt nicht nur für Texture Pack, das gilt nicht nur für Minecraft, das gilt überall. Das gilt sogar nicht nur im Internet. Weiter geht's. Auch von AKT, herzliche Glückwünsche. Hip1996 Hop findet meine Bauart in Minecraft einfach genial. Liebe zum Detail. Ja, danke. Ja, einen bestimmten Baustil, jetzt so wie zum Beispiel, nach Let's Rock Minecraft, so dieses Mittelalterliche habe ich ja nicht unbedingt, beziehungsweise ich habe ja doch ein bisschen Abwechslung drin, gerade jetzt mit dem Berberdorf, da tanze ich ja doch ziemlich aus der Reihe. Möchte ich auch so weitermachen, dass ich halt immer wieder mal was anderes mache. Ja. Auch Gravel of Pain, schöner Name, ist hier von meinem Baustil beeinflusst, hat mich beeinflusst, ja, oder ist das jetzt mich nicht beeinflusst zusammengezogen? Egal. Er gratuliert mir hier auch, findet meine Videos toll, danke. Ja, kurzer Kommentar. Was soll man dazu sagen? Egal. Jawohl, zack, 600 Abos waren dann auch kurz darauf erreicht. Legendary Bimbo Affe, auch schon lange dabei auf meinem Kanal. Ihr seht's hier, gratuliert mir auch zu den 600 Abos. Unbreak Gamer, ja, kann sein, dass ich da einfach eine veraltete Version genutzt habe. Ja, so, sehen wir zu, dass wir hier weiterkommen. Oh, da oben haben wir einen schönen großen Kommentar, den nehmen wir uns gleich richtig vor. 600 Abos, AKT, zack nochmal, 603 Abonnenten. Ja, viele, viele Glückwünsche, viele, viele Danke dafür. Dann, jawohl, Mr. Jonilius. Danke schon mal, super. Ah, genau, bei dem habe ich mal auf dem Kanal vorbeigeguckt und ein paar Anmerkungen hinterlassen und für die bedankt er sich eben hier richtig ausführlich.
Ja, bedankt sich halt hier eben ausführlich für meine Anmerkungen zu seinem Kanal. Schaut ruhig mal bei ihm vorbei, mal schauen, wie er sich entwickelt hat. Na, er sagt auch hier USB-Interface, Mikro, professionelles Mikro, also Stimme, also die Aufnahmequalität, Audio soweit sehr gut, Stimme war noch ein bisschen oder ist noch ein bisschen jung, gut, das ändert sich in ein paar Jahren erst. Ein paar Tipps habe ich ihm noch gegeben, schaut einfach mal vorbei, wie er sich entwickelt hat. Na. Dann, ja, hier nochmal, ne? Klassiker. Na, und schön, dass dann andere mit einspringen. Ja, Texture-Pack ist natürlich immer auf meinem PC, ganz klar. Schön, schön, ich mag so eine Sachen. Ja, Minecraft-Expert.de hat mich wegen meiner LPs auf seinem Kanal verlinkt. Jawohl, danke dafür. Ich denke mal, hat sich auf jeden Fall bemerkbar gemacht und hier auch mit dazu beigetragen, dass das hier so gut weiterläuft mit meinem Kanal. Ja, der Tipp mit der Schere. Weiß ich, Leute, Leute. Ja, habe ich schon mal im letzten Kanal-Kommentar-Video erwähnt. Kerker im Berberdorf mit Eisentür und Zaunwänden. Kerker findet man in jedem Mittelalter. Dorf. Das muss ich also nicht noch in meinem Berberdorf dann nachmachen. Ich mache lieber Sachen, die es nicht überall gibt. Ja. Dann nächste Part vom Let's Showplay. Da hatte ich wohl gerade mal wieder eine Pause. 600, 700 Abonnenten. Ihr seht es hier. Die Zahlen entwickeln sich da stetig weiter. Sonst wäre ich ja auch heute nicht bei 1171 Abonnenten. Ne? Zack, da haben wir schon kurze Zeit später 700 Abonnenten. Zack, zack, zack. Cinenator Let's Plays. Der Gute. Schaut mal bei dem vorbei. Der macht wirklich interessante Sachen. Ja? Gratuliert ihr auch nochmal. Und gratuliert mir auch nochmal zu den Stammzuschauern. Und damit seid ihr, ihr wisst, wer gemeint ist mit den Stammzuschauern. Ja, also die Glückwünsche hier auch an euch. Mal weiterbereicht. Agokin96 hofft wie viele, dass es bald 1000 Abos sind. Ja, ist ja dann auch bald so gekommen. Mr. Schwanzfan, komischer Pseudo, findet auch meinen Baustil einfach genial. Mach weiter so, mach ich. So, weiter geht's. Na komm schon, Kiste. So, ja, hier habe ich mich mal bedankt. Dickes Danke für eure vielen Kommentare zum Thema Viewzahlen. Genau, da hatte ich mal nachgefragt, ob ihr euch das erklären könnt, dass ich zwar relativ viele Abonnenten habe, damals eben so um die 700, aber im Vergleich dazu relativ wenig Views meiner Videos, das waren so 200-300 immer. Ja, gab eine angeregte Diskussion in den Kommentaren, viele wichtige Eindrücke, Informationen von euch und da habe ich mich hier dafür einfach mal bedankt. Jawohl, Alexi Love. Klasse Let's Player, schaut mich gerne, hofft auf weitere viele Videos von mir. Ja, sind ja auch gekommen und werden auch noch kommen. Mir zuzuhören macht Spaß, danke. Und auch wenn man sich manchmal von meinem Husten mehr erschreckt als von einem Creeper. Ja, Stimme ist halt manchmal ein bisschen rau und ich räuspere mich auch eben recht häufig einfach aus Gewohnheit und einfach auch einmal manchmal nur, um ein bisschen nachdenken zu können. Oder nicht, um Ähm zu sagen. Na, also da gibt es viele Gründe, warum ich mich räuspere. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Heute scheint es ja recht gut zu laufen mit der Stimme. Deswegen werde ich den Tag auch mal nutzen für viele Aufnahmen. Simpsons Reloaded empfiehlt meinen Kanal weiter. Dummerweise auf meinem Kanal. Das müsste man, wie gesagt, bei anderen Kanälen machen. Na? Und dann auch noch von AKT der Hinweis, und schaut euch auch seine Videos an. Also nicht nur abonnieren, sondern auch Videos schauen. Genau. No. Ja, Haska44, auch schon lange dabei auf meinem Kanal, aktiv auch mit Kommentaren und so. Ja, habe ich auch abonniert, habe ich glaube ich sogar damals mal empfohlen. Den Kanal. Ja, hier hat jemand wieder mal zu früh auf Enter gedrückt und den Kommentar losgeschickt. Egal. Ja, benutzt du einen Map-Editor? Nein, benutze ich nicht, außer halt, um eben Sachen aus der Mitbauaktion
zum Beispiel in meine Welt zu übernehmen. Aber sonst baue ich halt alles selber. Sprich, richtig mit Spitzhacke und Block für Block alles gesetzt. Ich bin auch noch nicht an einen Punkt gekommen, wo ich überlege, mit einem Map-Editor was zu machen. Also mit MC-Edit zum Beispiel, mir irgendwie eine große Fläche zu planieren, weil ich da ein richtig großes Bauwerk hinstellen will oder sowas. Thema hatten wir ja gerade auch im Crapmap-Check. Ja, bei Mechatronics, der baut halt richtig große Sachen wie den Kölner Dom und mit Vorplatz und allem drum und dran und braucht dafür halt eben große ebene Flächen. Das habe ich bei meinem Baustil eben noch nicht. Und das, was ich an der Landschaft eben herum terraformiere, das geht eben noch ganz gut mit Spitzhacke und Schaufel und eben Block für Block setzen. Ja, vielleicht mache ich irgendwann mal was richtig Großes, wo es dann sinnvoll ist, einen Map-Editor einzusetzen oder mit MacEdit zu arbeiten. Und da würde ich das dann auch wirklich machen. Ja. AKT gratuliert hier zu 800 Abos und dann können wir auch schon hier weitergehen. Das geht ja heute mal richtig flott voran. Pupka Deluxe, macht sehr gute Minecraft, gefällt mir. Sympathische Stimme hast du, danke. Dann. So, zack, zack. So, ja, da haben wir dann hier die Zeit, wo ich auf die Tausender Abos zugesteuert bin. Ja, hatte dann auch mal eine Lücke, wo ich 2 Tage keine Minecraft-Videos hochgeladen habe, hat wieder mal das Real Life zugeschlagen. Ja. So, Legendary Bimbo Affe gratuliert auch nochmal zu inzwischen 826 Abos und TM2 ist ja inzwischen rausgekommen, zumindest erstmal als Multiplayer-Demo. Und natürlich gibt es da schon Videos zu mir, wenn auch noch nicht ganz so viele, wie ich dazu machen möchte. Ist immer ein bisschen aufwendiger zu Trackmania 2 was zu machen. Und naja, gut, reine Gameplay-Videos zu Trackmania 2 wird es oder gibt es auch schon jede Menge. Das wird also bei Trackmania 2 oder bei meinen Trackmania 2-Videos natürlich nicht so mein Thema sein, dass ihr mir da beim Fahren zuguckt. Vielleicht, wenn ich mal einen Track baue und Probe fahre, teste und so eine Sachen da, aber sonst, oder ich gucke mal halt auf dem Server auf, dass man da ein bisschen verschiedene Tracks mal kennenlernt, andere Baustile als meinen und so weiter. No? Ja, Part 99, Bongola Minecraft, fragt ihr danach, der ist einfach mal ausgefallen. Den habe ich weggelassen und übersprungen. Gründe, ich hatte die Folge 100 schon vorproduziert, soweit. Und vom Timing her lief es dann eben so, dass ich die 97er, 98er Folge, 96er, 97er, 98er Folge relativ aktuell immer gemacht habe. Und dann Ding war es einfach soweit, dass Folge 100 dran war. Und da fiel die 99 einfach mal unter den Tisch. Die gab es nicht, wird es nie geben und gibt es einfach auch nicht. No? Ja, Legendary Bimbo Affe schreibt hier, Partner in mysteriöser Art und Weise verschwunden. Nein, es gibt ihn einfach nicht. Habe ich auch dann später in 101, 102 nochmal extra angesagt. No. CineNator Let's Plays, wieder einmal hier, hat er vorbeigeguckt und hat sich erschreckt über meine Abonnentenzahlen. Wie gesagt, Tipp von mir, schaut bei ihm mal vorbei auf seinen Kanal. Er macht interessante Sachen, Let's Plays. Kein Minecraft, aber Rissen hatte er, glaube ich, am Start. Einige interessante Sachen. Ein bisschen quer durch den Garten. Ja. Dann haben wir hier. Ja, Dutchman, die lebende Trackmania-Legende. Endlich hat's mal einer erkannt. ja, Trackmania-Videos wird es auf jeden Fall von mir noch geben. Was genau, weiß ich allerdings selber noch nicht. Also zu TM2 natürlich weitere Videos, ganz klar. Wo ich euch Trackmania 2 und nicht nur Trackmania 2, sondern eben auch Trackmania an sich ein bisschen erklären werde, so wie sich die Community entwickelt hat, was so das Besondere an Trackmania ist, was hoffentlich auch in Trackmania 2 wieder rauskommt, ne, so eine Sachen.
Begeistert, zack, Beste kommt noch. Da hat er 304, ist jetzt auch noch Schwarz 1000. Ja, Schwarzwind ist auch wieder dabei. Können wir das aus? Wie machst du das auf deiner Map, die Namen stehen? Also, sobald ich irgendwie mal wieder eine mit Cartographer erzeugte Map in einem meiner Videos zeige, kommen sofort die Fragen, wie machst du diese Map? Wie gesagt, erstes Toolbox-Video, Cartographer. Ich sag's euch immer wieder. Und es steht mittlerweile auch der Link zu den Toolbox-Videos in jeder Beschreibung drin. Fast jeder, wenn ich nicht gerade vergesse. Ja. Und die Namen kommen einfach mit dem Grafikprogramm auf die Map rauf. Fertig. Ja. Ja. So. Ja, und er schreibt dann auch hier, dass er, was hat er hier? Photoshop, Windows Live Movie Maker, Sony Vegas 8, Magic Deluxe, Halleluja, GIMP, Paint. Ja, was soll man da noch sagen? Ja, Grafikprogramm, der Hinweis reicht eigentlich. Man kann das auch direkt mit Windows Paint machen. Man kann es mit Photoshop machen, man kann es mit GIMP machen, man kann es mit jedem Grafikprogramm machen, dass man da die Namen auf die Karte raufkriegt. Einfach Text reinschreiben. Textfunktion hat jedes Grafikprogramm. Na, deswegen hier hatte ich auch nichts weiter zu sagen. Ja, hier habe ich... Achso, okay. Hat jemand Englisch geschrieben, ist aber Deutsch. Ja, Houdonji gratuliert hier auch Unbreak Gamer. Bald 900 Abos, ging hier also dann immer schön weiter. Haben sich die Abozahlen hier entwickelt, machen sie auch heute noch. Und ich hoffe, der Trend hält auch so an. Ja, Mr. BX21 hat sich hier wirklich was vorgenommen, ne? Und ist gerade dabei, alle alten Videos anzuschauen. Also damals, vor einem Monat. Ich hoffe, er ist inzwischen durch. Na, könnte man eigentlich schaffen. Noch 3 Abos, dann hast du 900. Jawohl, 900. Gameboy David findet meine Minecraft-Videos klasse. Lasst mal ein Abo da. Also, achso, und mach weiter so. Ja, danke. Kombi Master LP. Ja, es nervt. So, weiter geht's. Ja, Unbreak Gamer hat hier geantwortet. Okay. Van Bergen One Hit, bei dem habe ich mich mal... Ach so, genau. Bei dem hatte ich mich ja gemeldet, um in seiner Let's Player Show vorgestellt zu werden. Dickes Danke dafür nochmal, Van Bergen. Und ja, er schreibt ja, dass er hier schon 10 Mal auf den Abo-Knopf gedrückt hat, aber eben nichts weiter geht. Was war, hatten wir da gerade? Ich glaube 899 Abos. No. Aeracraft ist es dann schließlich geworden, der 900. Abonnent. Supersonic Master, was für einen PC hast du? Einen guten. Ganz einfach. Ja. Jawohl, Van Bergen hier nochmal jubelt mit zu den 900 Abos. Ja, wieder mal Texture Pack. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal die Kraft haben werde, dazu keinen Kommentar mehr abzugeben. Egal. Bunken TV. Einer der ersten Abonnenten schreibt er hier, also der ersten 100. Jo, bald haben wir sogar 1000. Inzwischen haben wir ja sogar 1000. Danke nochmal dafür, dass ihr alle so lange dabei seid. Auch hier wieder Joliator. Hey Dutchman, wichtige Frage zu deinen Videos. In welchem Dateiformat lässt du deine Videos hoch? Steht in den Toolbox-Videos. Ich nutze, wie gesagt, das WMV-Format. Ansonsten, es gibt auch bei YouTube eine Hilfefunktion, wo einem beschrieben wird, in welchen Formaten man Videos hochladen kann. Leute, nachschlagen, nachdenken, bevor man nachfragt. Ach, altes Thema immer wieder mal. No? Ja, auch Negativ X3 hat sich hier vorgenommen, die alten Videos alle anzuschauen, hat es dann schon da bis Folge 87 geschafft. Klasse. Ja, auch hier die Frage, Karten in der Ansicht. Toolbox-Videos, wieder einmal. Deswegen schreibe ich die auch mittlerweile, den Link zur Playlist für die Toolbox-Videos, immer in die Beschreibung mit rein. Ja. So, 950 Abos müssten wir da gehabt haben. Ja, klar, zur
zu 1000 Abos und 150. Folge, fiel ja Gott sei Dank oder wunderbarerweise genau zusammen. Na, gab es natürlich ein Special, ihr habt es ja erlebt. Na. So, schauen wir weiter. Ach, da kommen wir doch heute noch wunderbar durch die Kanalkommentare. Weiß jetzt gar nicht, wie lang das Video dann sein wird. Egal, ich bin ja sowieso der Master auf Überlänge. Ja, Luke LPs gratuliert hier mir nochmal zur Vorstellung bei Van Bergen. Gov LP, klasse Videos, danke. Jawohl, und jetzt geht's natürlich um die 1000 Abos und die 150. Folge. Oh. Apache Games, abonniert mich, weil ich ein guter Let's Player bin. Danke. Ist ja eigentlich schon Grund genug. Aber er will eben natürlich auch das Special sehen. Kann von dir lernen. Gerne, immer. Schaut euch bei mir ab, was ihr könnt. Ja. LSP Multiplayer. Ja, zur Mitbauaktion war meine Map auf, was heißt, solche Maps wie du für dein LSP hast. Ich weiß jetzt nicht, welche Maps er hier meint. Ob jetzt die mit Cartographer gemachte Karte oder halt meine Welt an sich. Meine Welt an sich war zur Mitbauaktion auf dem Server von Let's Rock Minecraft. Das ist also kein Problem, eine Singleplayer-Map, oder kein großes Problem wohl, eine Singleplayer-Map auf den Server zu packen. Ja. Nein, bei dem Livestream war ich leider nicht dabei. Wenn man sich nicht denken kann, warum, hilft da auch nichts mehr. Ja, steckte gerade mitten in den Vorbereitungen für Folge 150, 1000 Abonnenten-Special, Halleluja. Ja, da ist die Zeit einfach knapp. Let's Rock Minecraft. Ja, wir alle mitten in der Nacht noch online sind. Da habe ich wohl wieder mal mitten morgens um 2 oder sowas eine Folge hochgeladen und gleich waren die ersten Zuschauer auch schon drauf. Ich bin halt auch so eine Nachteule. Mr. Epeko fragt mich, ob ich irgendwann mal schlafe. Ja. Ja, ich habe da so eine Höhle, da hängt ein Balken an der De Decke, da hänge ich mich dann kopfüber dran, klappe die Flügel zusammen und dann schlafe ich. No? Ja, wie gesagt, ich bin halt eine Nachteule und gehe eher um 4 Uhr morgens schlafen, als um 6 Uhr morgens aufzustehen. So, dann läuft hier der Countdown. Ja, Blackout Forever fragt hier, warum bist du so alt und Let's Playst? Fragezeichen. Ist cool. Also erstmal Daumen hoch dafür, dass er das cool findet. Ja, warum bin ich so alt? Ich bin halt damals geboren worden. Ja. Und warum Let's Play ich? Ja, vor 30 Jahren gab es halt weder das Internet noch YouTube. Und ich bin ja auch erst vor, ja, nicht ganz einem Jahr. Anfang Januar war es. Dezember, Januar. Überhaupt darauf gekommen, dass es sowas wie Let's Plays gibt. Ja. Ja. So, klappt ja anscheinend doch mit 1000 Abos und Folge 150 zusammen. Richtig. Das hat ja geklappt. 5 Abos, hier geht der Countdown weiter. Alles Gute, Dutchman. Zack, da haben wir's. Let's Rock Minecraft, genau, hat glaube ich auch noch extra, genau hier in diesem coolen Video, gratuliert. Daumen hoch dafür. Das Ding hat mir richtig gut gefallen. Jawohl, Glückwünsche, Glückwünsche, Glückwünsche. Wie würde Kermit sagen? Applaus, Applaus, Applaus. Jawohl, Glückwünsche, Glückwünsche, Glückwünsche. Tausender-Marke geknackt. Van Bergen. Jo, danke. Du bist ja auch inzwischen auch über die 1000. Und wir sind hier auf der Zielgeraden, auf den letzten Seiten mit Kanalkommentaren. Dann haben wir hier auch den aktuellen Stand. Klasse, Jubiläum, 150 Folgen, 1000 Abonnenten. Ja, als ob ich es geplant hätte, ne? Haha. Schönes Gedicht hier von Master Black Classic. Der liebe Dutch, der ist jetzt 1000 Abonnenten schwer. So viel wiegt fast ein Bär. Der Kanal, eigentlich für TM gedacht, war schnell überarbeitet. Uns ist das letzte Showplay erwacht. Dutchman, der Master auf Überlänge, drückt die Folgen niemals in die Enge. Ich kann nur sagen, Glückwunsch zu 1000 Abonnenten. Jawohl, danke für das Gedicht. Ach so, geht da noch weiter. Ach, und herzlichen Glückwunsch. Lasst doch alle anstoßen auf einen Bunsch. Bunsch, okay. Sächsischer Punsch. Schön. Minenarbeit. Ah, funkt hier von Station 74. Schnell ein paar herzliche Glückwünsche rüber. Danke. Ja, auch du bist ja, glaube ich, inzwischen über die Tausender-Schwelle rüber.
No. Hoffe ich jedenfalls. Drück dir die Daumen dafür, wünsche es dir. Ansonsten Minenarbeit, ganz dicke, meine Empfehlung. Na, der gute Junge. Also, Junge ja nun nicht mehr, ist ja auch schon etwas älterer, reiferer Let's Player. CDNator Let's Plays, ja, stellt hier einfach mal wieder fest, wie die Zeit vergeht, wie schnell. Ja, ein paar Wochen vorher waren es noch 500, 700 und jetzt, na, klappt das hier. Weitere Glückwünsche, German Buildcraft, danke dafür, 1000 Abonnenten. So, 1000 Abonnenten, Default Minecraft, ja, mein. Jo, du hast aber ganz schön upstream. Genau, das war das, wo ich auch den Marathon hochgeladen habe. Mr. Epeko, na, sagt dir auch nochmal dickes Danke dafür für den Marathon. Der ist super zum Mitanschauen. Ist halt extra dafür gemacht, dass man halt einmal so in einem Rutsch die 150 Folgen durchgucken kann und eben nur 3,5 Stunden braucht und nicht um die 60, glaube ich. Genau, Listira hat eine geile Aktion mal durchgezogen. Die haben nämlich einen Abonnenten des Monats ausgewählt und gekürt. Ich wurde nominiert, hab's dann aber leider doch nicht geschafft. Macht aber auch nichts. Tolle Aktion, schaut euch die ruhig mal ab. Ja. Dann haben wir hier Glückwunsch auf die nächsten 1K. Ja, aber rauchfrei wird das wohl nicht werden. So, dann zack. Glückwunsch zu 200 Videos. Ja, die habe ich ja inzwischen auch geknackt. Obwohl das ja nicht so eine Grenze ist, die man dann feiert. Na, 250 wäre vielleicht eventuell nochmal ein Anlass, irgendwas zu machen. Schauen wir mal. Man muss halt die Feste fallen lassen, wie man sie feiert. Na, zu deinen 1000 Abos. Ja, 150. Folge und 1000 Abos sind ja zusammengefallen, ne? Falls das noch nicht mitgekriegt hat. Ja, kein Kommentar dazu weiter. Bisschen verpeilt. Kann jeder von uns mal sein, ne? Black Sion, ja, Minecraft Forum, bla bla. 1,8, ja, danke. Tschüss. Hat nichts mit meinem Kanal zu tun. Pixel Architekt, danke für dein Abo. Genau, bei dem habe ich nämlich auch mal vorbeigeschaut. Kann ihn auch nur empfehlen. Ja, als Kanal. Der baut wirklich tolle Sachen. Hat auch an der Mitbauaktion teilgenommen. Auf dem Let's Rock Minecraft Server was gemacht. Videos selber dazu hochgeladen als Videoantworten zur Mitbauaktion. Und ja, Blick auf seinen Kanal kann ich wirklich mal empfehlen. Für jeden Minecraft-Fan. Der sich also insbesondere für diesen Streamcraft oder Steampunk Baustil interessiert. Ja, Hammer 788 hat es ja angesprochen. Wäre es nicht mal wieder Zeit für ein gute Zeilen, schlechte Zeilen? Ja, jetzt sind wir ja soweit, ne? Und ja, ich hatte eigentlich nicht geplant, sage ich mal, zu den Regie-Kommentar-Videos, also zu den Trackmania-Videos. Gute Zeilen, schlechte Zeilen zu machen, beziehungsweise zu den Toolbox-Videos. Na, Kanalkommentare haben wir ja jetzt gleich abgearbeitet. Und da werde ich mir nochmal die Toolbox-Videos und die Trackmania-Regie-Kommentarreihe, die ist ja nur Gott sei Dank abgeschlossen. Das macht sich dann auch gut, was man da einmal ein gute Zeilen, schlechte Zeilen drüber macht. Und genau, die Trackmania-Videos kommen auch nochmal wieder so ins Gespräch, sodass viele Leute mitkriegen, was, der hat Trackmania-Videos gemacht, der liebe Dutchman. Ja, hat er über 5 Jahre lang. Aha. Ach ja, Pankreatitis 5000. Ja, da wundert man sich, wie man diesen Namen so flüssig aussprechen kann. Ne? Ich mich auch gerade. Hat mich jetzt abonniert, also erst spät entdeckt. Ja, haben viele erst spät entdeckt. Es gibt nur wenige, die mich bereits im Januar, Februar, März, April entdeckt haben. Also deswegen nicht schämen, weil er mich erst spät entdeckt habt, ja, da bitte keine Bedenken haben. Hauptsache, ihr habt mich entdeckt und freut euch an meinen Videos. No? Ja, Kartendraufsicht wieder mal hier. Kartographer hat Let's Talk Minecraft hier dann schon geantwortet. Wunderbar. Toolbox-Videos nochmal der Verweis. Wunderbar. So. Ja, Mr. Big LOE. Hat mich erst vor 4 Tagen morgens gefunden, guckt jetzt wie ein Beklopfter meine Videos. Ja, sind aber auch so nice. Danke.
Texture Pack steht immer mal wieder irgendwann in den Beschreibungen. Insgesamt habe ich ja verschiedene Texture Pack Tags benutzt. Am Anfang die Standardtexturen, dann das Painterly Pack, was ich mir zusammengestellt habe, dann das Bordercraft, dann hatte ich zwischendurch mal LB Photorealism und jetzt eben mit kurzer Unterbrechung das von Downy. No. So, ja, Fronie Forever freut sich besonders auf die gute Zeilen, schlechte Zeilen oder findet die Idee einfach gut. Deswegen mache ich hier damit auch weiter. Ja, Doku Curve Texture Pack. Muss man mal gucken. Achso, wir sind ja auch schon auf der aktuellen Seite. Wunderbar. Ja, Texture Pack aktuell so eine Sache. Ich habe ja mal hier zwei Sachen probiert. Hat euch nicht so gefallen, wie an den Kommentaren ja deutlich abzulesen war. Deswegen jetzt wieder das von D4L, Renown for Life Minecraft von Downy, zu finden auf seinem Kanal D4L Minecraft oder eben auf downy.de. So, damit sind wir mit den Kommentaren, mit den Kanalkommentaren auch durch, wieder mal auf dem aktuellen Stand. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, was bleibt mir zu sagen? Daumen hoch favorisieren, ihr kennt ja das Spielchen, ne? Ansonsten, adieu mit Ö.